Jetzt aus deiner Erfahrung, wann ist es für Unternehmen sinnvoll, jetzt mit einem Headhunter wie uns zusammenzuarbeiten? Für mich gibt es drei Punkte eigentlich. Also der erste Punkt ist, ja, der Markt ist irgendwie leergefegt und gute Vertriebler sind einfach rar. Und das ist so, dass man die eben über normale, sage ich mal, das ganze Thema Social Media, Karrierenetzwerke, das kommt ja auch nochmal ins Spiel, aber über die Stellenanzeigen ist es einfach schwer, gute Kandidaten zu finden, weil gute Kandidaten lassen sich eben ansprechen heutzutage und bewerben sich in der Regel weniger über eine Stellenanzeige. Wenn wirklich diese ganzen eigenen Aktivitäten fehlgeschlagen sind, dann stellt sich die Frage, wie machen wir weiter? Und dann kommt oft ein Headhunter ins Spiel. Ein zweites Thema ist sicherlich das Thema Zeit und Ressourcen. Das muss nicht nur ein mittelständisches kleines Unternehmen sein, das kann auch ein großes Unternehmen sein, die einfach nicht die Zeit haben für dieses Recruiting. Auch ein qualifiziertes Bewerbermanagement findet oft dann auch nicht statt. Es kommt auch vor, dass wir das auch machen, dass wir komplett Bewerbungen von Unternehmen bekommen, die wir dann für die auch ja, screenen und auch interviewen. Und der dritte Punkt ist natürlich ganz wichtig, Diskretion. Also, was ist, wenn ich wirklich jemanden vom Wettbewerb haben möchte? Möchte ich das publik machen? Ich möchte es lieber unter dem Radar halten. Und auch intern ist das ein heißes Eisen zu sagen, okay, ich möchte wahrscheinlich eine wichtige strategische Position ersetzen. Derjenige weiß es aber noch nicht. Und das soll natürlich dann nicht irgendwie mit einer Anzeige oder öffentlich gemacht werden. Das ist ein wichtiges drittes Thema aus meiner Sicht.